ja Japan total interessant. Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Ich war jetzt auch schon mal da. Ich finde das alles irgendwie super und deswegen möchte ich nicht, also Murakami zum Beispiel lese ich eigentlich nicht so gerne, aber alles, was irgendwie sonst mit Japan zu tun hat. Aber ja, du hast auch eins gelesen, obwohl du dich eigentlich nicht dafür interessierst. Ich bin eigentlich, mach fast eher einen Bogen um Bücher, die in Asien spielen. Okay. Ich weiß auch nicht wieso, aber dieses hier hatte mich damals, als ich es gelesen habe, total fasziniert. Wovon wir träumten, von Julie Otsuka, das ist glaube ich eine kanadische Autorin. Und das Buch beschreibt eine wahre Geschichte oder beruht auf wahren Begebenheiten, dass nämlich Japanerinnen in den Anfang des 20. Jahrhunderts nach Amerika verschifft werden sollten, auch eben mit ihrer Einwilligung. Die hatten in Japan vorab Fotos von ihren künftigen Ehemännern bekommen. Das sind auch Japaner gewesen, die vorab schon nach Amerika gereist sind und dort eben schon so den Weg quasi bereitet hatten für ein künftiges Leben. Und so reisen dann diese jungen Japanerinnen voller Freude und Hoffnung auf ihre künftigen Ehemänner und auch um ihr Vorfreude auf ihr neues Leben in Amerika los auf den Schiffen. Kommen in Amerika an und werden bitter enttäuscht. Die Männer sehen nicht so aus wie auf den Fotos, die sind richtig verhärmt, die sind halt nicht den goldenen amerikanischen Traum gegangen, sondern haben hart arbeiten müssen, das sieht man ihnen eben an. Und jetzt stehen diese Frauen da mit ihnen eigentlich vollkommen fremden Ehemännern und müssen in dieses neue Leben starten. Nicht einfach. Was das Ganze aber auch als Leser hoffnungsvoll macht, trotz all der schweren Momente, die auch beschrieben sind, ist, dass das Buch in Wir-Form geschrieben ist. Also diese, das ist so toll. Japanerinnen, die sprechen nie von der Ich-Form. Es sind halt mehrere Frauen, aber es wird immer auch einzelne Szenen, die nur einzelnen Frauen passiert sind, in der Wir-Form beschrieben. Und das ist, gibt dem Ganzen eben so ein Kollektiv und auch so eine Hoffnung, weil man eben das Gefühl hat, sie sind nicht alleine. Es geht auch anderen so. Ich war total beeindruckt, weil ich diese Wir-Form vorher so nie gelesen habe. Ich kenne nur diesen Pluralis Majestatis, dass man von sich in Wir spricht, aber dass mehrere Frauen, die einzelne Geschichten eigentlich erzählen, in der Wir-Form so beschrieben werden, kannte ich nicht. Also es ist literarisch einfach sehr, sehr, sehr ganz schön. Ganz was Besonderes. Ein schmales Büchlein, aber eben sehr poetisch, sehr berührend und ja, irgendwie so ein Stil, den man nie wieder vergessen wird. Ja. Meins, was ich jetzt mitgebracht habe, ist irgendwie ganz was anderes. Ist sehr verrückt. Die Ladenhüterin von Sayaka Murata ist eine japanische Autorin, die dieses Buch eigentlich auch so, ist vielleicht auch ein bisschen autobiografisch. Es geht um eine Frau, die in einem 24-Stunden-Supermarkt arbeitet und in dieser Aufgabe als Verkäuferin total aufgeht. Also alles hat ihren Platz, alles, sie hat eine Uniform, sie weiß, wie sie die Kunden anzusprechen hat, sie weiß, was als im Angebot ist, was sie jetzt gut verkaufen muss und wird aber von ihrer Umgebung eigentlich nicht so richtig wertgeschätzt deswegen. Also sie hat schon immer ziemlich angeeckt, kann sich also soziale Sachen nicht so gut halten und arbeitet jetzt als Aushilfe da und eigentlich sollte sie doch heiraten oder Karriere machen und alle sagen ihr das und deswegen denkt sie, sie muss jetzt mal jemanden heiraten, auch jemanden, den sie überhaupt nicht mag und wird dadurch total aus der Bahn geworfen. Es ist witzig, das heißt irgendwie Satire, das hat aber auch so einen ganz wahren Kern, also man findet sich da auf jeden Fall als Buchhändlerin oder auch als Verkäuferin irgendwie sehr drin wieder, obwohl das total verrückt ist und es macht Spaß und regt zum Denken an und man erfährt viel über Japan und möchte gerne dahin reisen und sich das mal genauer angucken, wie verrückt das da ist. Ja, das waren zwei Japan-Empfehlungen, außerhalb von diesem ganzen Murakami-Universum und vielleicht habt ihr Lust darauf bekommen. Bis bald! Tschüss!